Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar bei AginaTrader Helpdesk. Und wir veranstalten das Webinar mit Carsten Berger. Ich freue mich, dass er heute wieder dabei ist und natürlich, dass Sie heute wieder live dabei sind. Wie immer ist das Webinar für Sie gedacht. Sie können Carsten hier live im Chat Fragen stellen. Ich gehe mal davon aus, so wie immer eigentlich, dass er auch ein Thema mitgebracht hat, aber das werden wir gleich erfahren. Bevor ich den Bildschirm übertrage, sage ich natürlich erstmal, wie ich heiße und heiße Sie im Namen von FXZ willkommen. Mein Name ist Nelson Cardoso-Netter. Wie gesagt, ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind und wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt heute. Ich denke nicht, dass Herr Carsten hier irgendwelche Trades macht, aber nichtsdestotrotz müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Und dürfen entsprechend dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, gut, dann, lieber Carsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm bzw. die Übertragung. Und ja, bin im Hintergrund, wünsche mir natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Danke, Nelson, für die wie immer freundliche, schöne Ankündigung. Und ich freue mich ganz besonders, heute wieder dabei zu sein, mit euch zusammen die Fragen, die bei euch in den Köpfen grassieren, was den Agina-Trader anbelangt. Also bitte, es lebt auch von euch. Ihr habt jetzt einfach die Möglichkeit, seht es so als Art Support. Also wenn es so allgemeine Fragen sind, wo ihr sagt, dann sag mal, wie kriege ich denn hier eine Linie reingezeichnet oder wie kriege ich das in den anderen Chart? Das sind genau die Fragen, die ihr jetzt stellen könnt. Bei persönlichen technischen Problemen kann ich natürlich nicht Abhilfe schaffen. Da müsste ich mich dann ein bisschen tiefer in die Sache hineinarbeiten. Das können wir jetzt natürlich jetzt hier nicht abdecken. Aber so eine allgemeinen Fragen sind natürlich dienlich, weil das natürlich auch aufgezeichnet wird, diese Sitzung. Und von daher kann man sich das dann immer nochmal anschauen. Und ich denke mal, ein Thema, was wir hier behandeln, habt ihr dann drauf, ne? Also bitte nutzt das einfach. Einfach hier bei Fragen reinschreiben. Der Jörg hat schon mal guten Abend gewünscht. Schönen guten Abend von meiner Seite auch zurück. Ich sehe einige, ich schaue noch mal rein, einige bekannte Gesichter hier schon mal. Der Timo hier aus der Perlentauchergruppe, der meinen Arbeitsplatz und mein Coaching genossen hat, ist heute auch hier. Auch er kann natürlich hier die Fragen stellen, so wie die anderen alle auch. Okay, kommen wir zur Einleitung mal. Ihr seht ja hier diesen, auf diesem Bildschirm hier diesen kleinen Arbeitsplatz. Die Farben kennt ihr, wer bei mir im Perlentaucher Seminar ist, der weiß, mein Arbeitsplatz sieht so ähnlich aus, wenn man zu 80%, der erweitert sich natürlich immer weiter. Aber wenn ihr einen Agina-Trader bekommt, wie sieht denn der Arbeitsplatz aus? Vielleicht weiß das der eine oder andere gar nicht mehr, weil er schon so lange Agina-Trader-User ist. Aber dieser Frage werden wir dann mal auf den Grund gehen und was einen da im Endeffekt so erwartet. So, dann komme ich mal zu meiner kurzen Präsentation. Risikohinweis hat der Nelson schon gemacht, aber doppelt hält ja besser. Über mich kennt ihr alle, wer das überfliegt, der weiß, dass ich schon ein bisschen länger mit Aktien zu tun habe und letztendlich aufgrund von praktischen Dingen und Erforschung im Internet zum Agina-Trader gekommen bin, weil ich halt früher alles mit Excel-Tabellen, mit Web-Anwendungen und mit externen Programmen gemacht habe und wollte eigentlich so ziemlich alles zusammen haben. Und die meisten Bedingungen hat der Agina-Trader dann auch erfüllt. Und von daher bin ich seit 2012, 2013, 2011, so in dem Dreh habe ich den Agina-Trader bekommen. 2013 war ich dann schon Coach, weil ich mich sehr tief in diese Materie eingearbeitet habe und sehr viele Videos gemacht habe dafür. Und bin immer noch gerne bereit, mein Wissen an euch weiterzugeben. Was erwartet dich? Was erwartet euch hier? Klar, eure Fragen zum Agina-Trader, die könnt ihr gleich hier mal reinschreiben. Vielen Dank, Dieter. Eine tolle Frage. Das ist ja wie Gedankenübertragung. Darauf wollte ich heute sowieso eingehen. Und ja, schönen Abend, Michael auch wieder. Der Einstieg beim Agina-Trader ist genau das, was ich dann heute auch einfach mal so betrachten möchte und euch mal so inspirieren würde und euch auch mal selber fragen werde, was ihr denn in der Situation gemacht habt oder wie ihr denn mit dem Agina-Trader umgegangen seid, wo ihr den installiert habt zum Beispiel. Ja, das gucken wir uns heute mal genauer an. Klar ist, wer bei FXFlat noch kein Konto hat, kann das gerne auch über mich tun, über meine Internetseite und der kann einfach auf Start gehen. Tradercoach.de ist die Seite.
auf Leistungen gehen und dann auf FX Flat Demokonto oder ein Live-Konto noch besser eröffnen und kriegt eine Gratisstunde bei mir. Ob er die nun für den Agena Trader benutzt oder für Perlentaucherstrategie oder allgemein fürs Trading, diese Gratisstunde ist euch auf jeden Fall sicher. Genauso, wenn ihr ein Agena Trader Produkt kauft, genau das gleiche, kriegt ihr auch unter Leistung bei meiner Homepage. Und dann seid ihr am besten beraten, wenn ihr mir noch eine E-Mail schreibt an cb@tradercoach.de, dass ihr ein Konto öffnen wollt oder aber Agena Trader Produkt kaufen, damit wir dann miteinander uns unterhalten können und zwar via Zoom. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich auch immer hier eine Nachricht schicken. Ich beantworte, glaube ich, alle Nachrichten und Fragen. Okay, dann werfen wir mal einen Blick in den Agena Trader. Und jetzt nicht erschrecken, der sieht wirklich anders aus. Ich habe den mal platt gemacht bei mir. Also platt machen heißt bei mir, dass ich einfach den einfach neu installiert habe und in Form einer Verzeichniskasse. Genau, das ist er ja auch, der kommt schon. Ah, okay, ich das auch. Da kommt er, ich musste ihn selber erstmal suchen, weil er so anders aussieht. Also so sieht der aus, wenn ihr den geliefert bekommt. Also, so, also ich habe den neu installiert und so sah das Ding aus. Sieht das bei euch auch so aus? Im Default, also das ist der quasi der Hauptarbeitsplatz. Ja, und wenn ihr halt schaut, Arbeitsplatz, dann müsste der jetzt auf Default stehen, ja, auf der latest Version. So habe ich den installiert und so sieht der aus. Dann muss ich sagen, okay, ich bin nur nicht so ein Freund von dunklen Layouts. Und was ich als erstes dann mal mache, ist, okay, mal zu gucken, was ist denn eigentlich so drin an Farben? Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon so in der Tiefe schon habt. Einfach mal auf Haupt gehen, dann Style. Ja, und dann habt ihr hier, wir sehen hier Royal, also der königliche Style hier. Aber man kann natürlich auch mal umschalten, um zu sagen, das Auge müsst ihr selber sehen, wie ihr euch am meisten anfreundet. Also ich habe einfach gemerkt, dass das bleibt jetzt ja komischerweise dunkel, das ist ja auch mal spannend. Nur die Rahmen dazwischen werden hell, der Chart bleibt dann dunkel. Dass ich zum Beispiel auf dunkle Hintergrund mit dem Kontrast nicht so ganz irgendwie mich anfreunden kann, das ist aber auch augenabhängig. Aber ich kann mich genauso wenig mit einem extremen, was haben wir denn hier, so einen hellen Style irgendwie anfreunden. Ja, das ist so grau, das ist so, glaube ich, meins, aber man sieht, mit dem Style könnt ihr viel verändern, aber alles, was drumherum ist, also das meiste, was ihr seht, die Charts könnt ihr damit zum Beispiel mal nicht verändern. Also von daher kann man da ein bisschen rumspielen, bis man das gefunden hat, was man möchte. Das ist, glaube ich, die erste Einstellung, die ich im Agena Trader vorgenommen habe. Ihr könnt ja mal reinschreiben, entweder bei Chat oder bei Fragen, ist eigentlich gleichgültig, welchen Style ihr so drauf habt da. Also Blau, Royal, Aqua, Windows, Silber, Ocean oder Arctic. Und wenn ihr es nicht wisst, weil ihr nicht am Rechner sitzt, sondern, sag ich mal, euren AT nicht habt, könnt ihr einfach schreiben, ob es eher hell ist, euer Layout, oder dunkel. Das interessiert mich wirklich sehr, denn da kann ich natürlich auch Rückschlüsse drauf ziehen, wie meine Kunden das letztendlich gerne hätten. Also hier könnt ihr schon mal aktiv werden. So, wenn der so aussieht, der Agena Trader, was ist der erste Schritt, wenn ich etwas verändert haben möchte? Hat jemand eine Idee? Royal sehe ich da. Okay, da kommt ja schon was rein an den Fragen. Royal sehe ich auch viel, ja, doch, dunkle scheinen viele zu mögen. Es schont die Augen. Also ich mag auch kein Weiß. Ich habe ja da, wie ihr seht, im Perlentaucher-Tool bei mir meistens ein Grau. Das ist so der Kompromiss. Bei gewissen Farben gehen halt gewisse Kerzenfarben nicht. Also die Perioden machen sich dann nicht so gut. So ein Grün und ein Rot macht sich auf Grau nicht so toll. Also da bin ich dann völlig farbenblind. Von daher ist es mal sehr spannend zu sehen, welche Farben ihr habt. So, der Roland schreibt mal gleich eine Frage. Was habe ich falsch gemacht, wenn ich den Agena Trader starte und möchte im 5-Minuten-Chart traden? Dann ist der Button für Buy und Sell immer der Tag hinterlegt, obwohl ich im 5 Minuten oder Stunde öffne. Für eine Antwort wäre ich dankbar. Roland, da kann ich dir auch eine Antwort drauf geben.
Es geht bei den Buy-Buttons, jetzt muss ich mal gucken, hier sind zum, ich sehe gar keine hier. Wo ist meine Maus? Wo ist sie? Da kommt sie. Die Buy-and-Sell-Buttons, mal gucken, ob wir hier in der Einstellung überhaupt welche haben. Da fällt mir schon mal auf, dass da gar keiner ist. Wenn der auf YouTube, super. Also Buy-and-Sell-Buttons sind im Action-Bar. Das meint der Roland. Action-Bar ist immer das, was rechts am Rand ist. Nur damit wir das von der Wortwahl auch wissen. Immer was rechts am Rand ist Action-Bar. Hier ist ein Action-Bar. Da ist ein Action-Bar, weil man da verschiedene Aktivitäten reinigen kann. Ja? So, ich mache mal jetzt den einen Chart größer, damit es spannender wird. So, was meint der Roland? Er hat hier Kauf- und Sell-Buttons drin. Die sind hier gar nicht drin. Finde ich persönlich nicht so toll. Besser wäre, wenn sie wieder drin sind. Die kann man aber reinlegen. Und zwar hier einfach klicken Action-Bar und Einstellungen. So, und dann gehe ich auf Entry Escort, das sind nämlich die Dinger. Und dann habe ich hier hoffentlich welche angehakt. Die sind ab Werk geliefert hier von Agena Trader. Und nehmen wir jetzt hier irgendeinen, ne? Turtle Long. So, dann ist der da drin. Dann gehe ich nur auf Apply. Wenn ich auf Apply for All gehe, das ist sehr kritisch, wenn ihr ein Add-on gekauft habt oder so und das drauf habt, dann solltet ihr bei Änderungen nicht auf Apply for All drücken. Jetzt kommt's, wenn ihr nicht genau wisst, dass das Tool auch so damit programmiert worden ist. Denn sonst sind alle Fenster so, deswegen steht ja for all, wie ihr jetzt gerade raufgeklickt habt. Und das habe ich aus Versehen mal, weil ich irgendwie weggerutscht bin, gemacht. Und dann waren meine ganzen, ihr kennt ja mein Pantora-Tool mit den ganzen Tabs, die ganzen Windows waren etwas, sahen anders aus. Und da war ich halt froh, dass ich eine Sicherung hatte. Also apply ist nur für dieses eine Fenster. Und dann klickt ihr auf OK und dann seht ihr, habt ihr Buy and Sell Buttons drin. So, jetzt ist es spannend und zwar, jetzt müssen wir ein Konto anbinden, Verbindung, verbinden, mal SIM-Konto. So, wir beide sind auf grün, das heißt, wir haben ein Simulationskonto dran, das intern im Agena Trader ist, das heißt, da geht nichts raus und ist nicht an so einen Broker gebunden oder so, sondern könnt da super trainieren mit und mein Datenfeed bei Taipan. So, jetzt habt ihr die Kaufbuttons drin. Ihr seht, die sind jetzt nicht mehr so unterlegt, sondern die sind jetzt hier in voller Farbe. So, jetzt sind wir hier im Tageschart. Jetzt muss ich mal gucken, das sind jetzt irgendwelche Futures. Das wollen wir nicht. Wir gucken mal, was tickt ein Dow 30 Aktien. Das ist ein Tab-Chart, da sind die Aktien da drunter. Gucken wir mal die Apple an. Okay. Oh, die machen wir jetzt schön Programm. So, jetzt haben wir natürlich keinen Kaufbutton da drin, logischerweise, weil ich ja den nur in einem Fenster angelegt habe, und zwar hier bei Futures. Das ist das Problem, wenn man nicht auf Apply for All drücken kann. Wenn man das tut, dann hat man wirklich alle drin. Wir machen das mal als Apply for All, vielleicht funktioniert es. So, Turtle Long, gucken wir drauf, was passiert. Apply for All, okay, haben wir die jetzt alle in allen Charts drin? Jetzt haben wir sie in allen Charts drin. Wie gesagt, das funktioniert, wenn alle Fenster und alle Tabs im Endeffekt gleich aufgebaut sind. Weil sonst überschreibt man das ja mit den Einstellungen, die man in diesem Chart gemacht hat. Das müsst ihr genau wissen. Jetzt ist es hier eigentlich ziemlich egal. Also haben wir jetzt auch im Dow unseren Kaufbutton drin. So, und jetzt ist immer die Frage, wenn ich raufdrücke. So, da haben wir jetzt auch eine Strategie drin. Und jetzt ist die Frage, ob die Strategie an den Tag gebunden ist, weil du sagst ja, möchte in 5 Minuten traden und dann ist der Button hinterlegt, obwohl ich in 5 Minuten oder öffne. So, wenn ich jetzt einen Trade eingehe, vor dem Trade, dann ist der Button für Buy and Sell immer der Tag hinterlegt, obwohl ich in 5 Minuten oder öffne. Also du bist schon, Roland, du bist in dem Trade drin. Du hast schon einen Trade eröffnet oder kriegst du im 5-Minuten-Chart einen Tageschart an, dein Tagessignal angezeigt. Also wenn du jetzt drin bist in dem Trade, gehen wir davon aus, dass das funktioniert. Ich jetzt mal hier runterziehe. Die Order existiert nicht. Okay, ist auch schön. Das weiß ich jetzt auch nicht, was das für ein Fehler ist. So, Marketerin, okay.
So, wenn du jetzt im Trade drin bist, nö, ich möchte im 5-Minuten-Chart traden. Okay, so, jetzt haben wir ja gesehen, das Ding funktioniert jetzt in dem Chart auch im Tageschart. So, lösen wir mal wieder auf, das Ding. Wir machen die Stellen glatt. So, und wenn du jetzt auf 5 Minuten umschaltest, dann müsste theoretisch, logischerweise, wenn ich jetzt aufs Buy-Knöpfchen drücke, auch da eine Order, beziehungsweise mehrere Orders, je nachdem, was da hinterlegt ist, drin sein und dann kriegst du die da rein. Also theoretisch funktioniert das. Gehen wir jetzt hier auf Market. Können wir die auch umstellen. Und die ist jetzt aktiv. Hier kann man sie wieder löschen. Also wieder rein. Stell die mal auf Market. Die müsste jetzt wieder auch. Ne, sie schiebt er sie wieder zusammen nach den Einstellungen, die da sind. Jetzt ist sie auf Market. Funktioniert. Also es müsste, egal, unabhängig von dem Zeitrahmen, den du hier hast, kannst du diesen Buy-Button hier klicken und der passt sich ja der Zeitebene an. Wenn du jetzt im Trade drin bist und stellst um, dann zeigt er dir an, wo diese Strategie läuft, nämlich im 5-Minuten-Chart. Und ich kann natürlich trotzdem auf Tag umschalten. Die Strategie läuft trotzdem weiter. Ich sehe bloß einen anderen Chart. Das ist ja hier zugefügt. Nach jedem Neustart sind die Tageszeiten drin. In den Buttons. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll, aber. Okay, hast du ein Add-on drauf? So. Ja, dann schreib mich mal an, Roland. Interessiert mich selber mal. Ich gucke gerne mal auf deinen Rechner per Zoom, Live-Sitzung, ohne Kosten, einfach mal so. Mich interessiert sowas als Fortbildung. Für mich selbst, was da für Fehler auftreten können. Vielleicht kann ich dir da so schnell helfen. Okay, dann weiter im Text. So, jetzt haben wir hier umgestellt, die Farben und so weiter. Das Erste, was ich empfehlen würde, bevor man überhaupt anfängt, an Mangina Trader zu handwerken, wäre, dass man sich erstmal den Arbeitsplatz, den man hat, irgendwie speichert, damit man ja die Grundversion meinetwegen jetzt nicht völlig verhunzt, wenn man das abspeichert. Also geht man auf Haupt, Arbeitsplatz, Speichern unter. So, da wird mir ja jetzt angeboten, ich bin ja auf dem Default-Arbeitsplatz. Ich habe keine Kategorie, da muss ich auch nichts eingeben. Was ist die Kategorie hier? Beziehungsweise keine Kategorie. Stellt euch vor, ihr habt ein Arbeitsblatt, ja, und das ist der Ordner. So einfach ist es. Ihr könnt dann halt verschiedene Kategorien zuweisen, zum Beispiel meine Übungen zum Beispiel. So, das wäre jetzt der Ordner und den Arbeitsplatz würdet ihr zum Beispiel Default 1 nennen. So, wenn ihr auf OK klickt, dann springt hier der Arbeitsplatz auf Default 1 um. Der Arbeitsplatz davor, Default, der ist noch in der schwarzen Version. Und wenn man jetzt guckt, Haupt, Arbeitsplatz, keine Kategorie, dann ist da der Default, den wir da vorher hatten. Aber meine Übung ist als Ordner da und da könnt ihr halt dann reinspeichern. Der Vorteil dabei ist einfach, wenn man jetzt mal was Neues probiert und das einfach vorher abzuspeichern nochmal als Arbeitsplatz. Das sichert natürlich nicht alles, was im Background ist, sondern wirklich nur das, was ihr seht. Also hier das, was ihr jetzt gerade auch im Bildschirm seht. Das ist der Arbeitsplatz. Ne? Aber das ist halt so eine minimale Sicherung, dass man jetzt halt sagt, okay, jetzt sind ein paar Felder weg, ein paar Tabs sind da oder ich verschiebe hier mal was. Dafür ist es schon mal gut. Und dann würde ich immer empfehlen, mir einen Plan zu machen, was ich denn, wenn ich jetzt anfange und kein Add-on habe, sondern hier von null anfange, mir was zu entwickeln, was mir jetzt hier nicht gefällt und was ich haben möchte. Also wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel viel Chart haben, dann muss ich mir natürlich schon mal ranmachen und hier ein bisschen aufräumen. Und wenn ich aufräumen will, dann kann ich das hier oben im Endeffekt alles wegklicken, weil das trägt nicht unmittelbar zum Trading bei. Ja. Und was mir persönlich nicht gefällt, ist, dass man, wenn man so eine kleinen Felder hat, natürlich hier unten immer, wenn man da mehrere Angaben hat, hier hin und her scrollen muss. Das ist ja also wie auf dem Handy, wenn man eine Internetseite sieht, die nicht voll aufpasst, da wird man ja irre. Also von daher einfach viel einfacher machen. Das kann man auch in groß sehen. Ja.
Also ich klicke das zum Beispiel jetzt mal weg, was ich nicht sehen will, schließen. Das ist dann nicht weg, sondern das ist im Menü versteckt. Das kann man wieder aufrufen. So, jetzt haben wir schon mal eine weniger. Ihr seht, dieses Feld geht weg. Denn es sind diese Tabs. Ne? Also dieser Bereich hier oben ist ein Tab. Also nennt man das. Und der Container quasi. Und hier ist der andere Container. Das mit diesem ganzen Fahrt drin und so. Und wenn ihr jetzt hier oben anfasst an dem Balken, da an dem Tab und hier hin und her schiebt und die Maus festhält, dann seht ihr, jetzt kriegt ihr hier oben so eine Anzeige mit links ausgerichtet, rechts ausgerichtet, wenn ich darüber habe oder zentral da drin. Oder ich kann jetzt sagen, ich möchte es auch jetzt hier noch irgendwie hineinbringen ins Zentrum. Das mache ich mal, mal sehen, wie es dann aussieht. Dann habe ich die Konten hier drin. Ja, und man sieht schon von der Tendenz her, es ist viel ruhiger. Also für mich jedenfalls, wenn ich halt sowas in der Gänze sehe und zum Beispiel auch beim Trading Journal, also da sind ja viel mehr Angaben hier, dass ich mir sowas auf den ganzen Bildschirm ziehe. Also für mich ist es irgendwie leichter. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Also könnte ich ja sagen, ich nehme das mal raus und ziehe das hier runter, dann in die Mitte. Und was haben wir dann noch? Order Manager, ja, meinetwegen. Den kann man ja auch aufrufen, wenn man braucht, aber ich mache jetzt mal rein. So, jetzt haben wir, zack, im Endeffekt eine Leiste oben. Es nähert sich meinem Aussehen von meinem Arbeitsplan an und habe jetzt im Endeffekt oben die Tabs, wo ich halt durchklicken kann und mir die entsprechenden Angaben anschauen kann. Ich finde es halt wesentlich entspannter, wenn ich halt meine Trades sehen will, klicke ich rauf und dann habe ich halt hier eine Übersicht von den Trades, die ich gerade eben gemacht habe, zum Beispiel oder die anderen. Wesentlich übersichtlicher, als wenn ich da so ein kleines Feld habe. So, das wäre schon mal der erste Schritt. Dann könnte man wieder sagen, okay, speichere das jetzt mal, damit hier nichts verloren geht. Oder ich würde Default 2 geben, aber so groß ist ja der Eingriff noch nicht. Und, was sehe ich? Ah, okay. Mein Bildschirm, Timo, das ist okay. Mein Bildschirm siehst du, aber das ist ja nicht mein Arbeitsplatz. Aber so habe ich angefangen. So sah der auch aus. Also früher sah der mal anders aus, als sie den ausgeliefert haben. Aber so muss man halt anfangen, sich Gedanken zu machen. So. Und dann kann man natürlich Folgendes machen. Die Instrumente, die ihr gerne handelt. Ja, der eine handelt gerne den deutschen Markt, der andere handelt gerne den amerikanischen Markt. Die kann man natürlich hier oben aufrufen. So, jetzt fängt man aber erstmal an und sagt sich, ich muss mir ja einen Chart hinbasteln, wie der aussehen soll. Ja, also so fängt man in der Regel an. Welche Farbe, das wisst ihr ja alle, das kann ich kurz zeigen, wie das geht und so. Aber wenn das fertig ist mit Indikatoren und Kaufsignale und den Action Bar, wenn ihr einen so einen Chart fertig habt, erst dann habt ihr eine Vorlage und aus dieser Vorlage könnt ihr letztendlich eure Listchart-Gruppen befüllen und von der Listchart-Gruppe, das ist eine Listchart-Gruppe, weil hier eine Liste ist, auf der linken Seite, die, wenn ich irgendwo raufklicke, mit Chart verbunden ist. Das ist mein persönliches präferiertes Chart-Layout. Ich arbeite eigentlich fast ausschließlich nur mit dem. Ja, der Unterschied dazu ist, wo war sie? Auch eine Listchart-Gruppe, auch eine Listchart-Gruppe. Auch eine Listchart-Gruppe, ich glaube, der Dow war es. Ah, hier fehlt die Liste, aber die einzelnen Aktien sind da drunter. Manch einer mag das. Man kann zum Beispiel jetzt auf Apple klicken und dann gucken die rechte Pfeiltaste. Dann kann ich nach rechts einfach gehen und hier also durchhovern. Ist schön, aber brauche ich persönlich nicht, weil der Vorteil ist, dass die Kurse schon geladen sind. Ja, währenddessen, wenn man hier in der Listchart-Gruppe ist, eventuell mal ganz kurz, wie man sieht, Nachladezeiten hat. Ja, mal kurz, war jetzt ein bisschen länger, aber man hat Nachladezeiten. Es geht halt nicht so schnell, dass ich da, ich kann auch mit der Runtertaste da durchgehen, aber es dauert halt ein bisschen. Aber wenn ich Signale habe und sowas, das ist jetzt hier auch ab Werk ausgeliefert, ihr seht hier so ein Turtle-Long-Signal, dann kann ich die halt in der Listchart-Gruppe sehen, während ich in der Tab-Chart-Gruppe da ziemlich näse bin. Also es ist mehr für die entsprechenden Chart-Angucker. Ja, wenn ich eine Liste habe, ich würde es in einer Watchlist vielleicht machen, wenn ich nicht mehr ein Signal brauche, schon vorsortiert habe, dann würde ich sagen, okay, dann öffne ich mir die eventuell mit so einer Tab-Chart-Gruppe.
wie hier im DAO und dann kann ich hier unten einfach dann mit den Signalen relativ schnell durchgucken. Das würde auch funktionieren. Das ist Geschmackssache. Ja, Timo fragt wegen den Tabs, die da oben sind. Also wenn jetzt, ich habe ja jetzt nur einen Bildschirm und tatsächlich handle ich mit dem Agena Trader mit meinem Tool auch nur auf einem Bildschirm. Also früher war es ein 17 Zoll Laptop. Ich habe zwar drei Monitore, aber die brauche ich halt für Kommunikation. 24 Zoll, ausreichend. Wie kriegt man den hin? Also wenn ihr jetzt einen zweiten Monitor habt und sagt, naja, ich möchte meine Trades auf dem anderen sehen, dann einfach jetzt hier mal raufklicken, markiert mit Orange, rechte Maustaste und loslösen nehmen. Zack. So, jetzt kommt der so ein bisschen nach vorne und jetzt könnt ihr mit der linken Maustaste den festhalten und verschieben. Ihr seht, der ist weg und den könnte ich jetzt extrahieren. Den seht ihr jetzt natürlich nicht auf dem zweiten Bildschirm. Loslassen und so weiter. So, nehmen wir mal an, das wäre jetzt der zweite und ihr wollt jetzt nicht mehr. Dann klickt ihr mit rechts wieder in dieses Blaue hinein und macht Anheften zu, Hauptfenster. Und schwupps ist er wieder da. Also so geht das, Timo. Kann man machen. Ist manchmal übersichtlicher. Und warum soll man seine Bildschirme nicht ausnutzen, wenn man mehrere hat? Ja, ansonsten klickt man hier so durch, es sind halt dann mehrere Arbeitsplätze hintereinander. So, also wenn ich das möchte, dass alle Tabs mal so aussehen, wie ich das gerne hätte, mit Farben und so weiter, muss ich mich zwangsläufig am Anfang immer mit einem Chart beschäftigen. Das ist hier ein Chart mit dem Action Bar, weil das ist das, wo ich anfange. Und den mache ich mir dann groß. Und dann haue ich erstmal alles raus, was mir nicht gefällt. Ja, also wenn ich den, klicke ich entweder doppelt hier rauf auf diese Indikatoren oder zweite Möglichkeit auf diesen Button da oben. Dann ist dieselbe Seite geöffnet. So, und hier in der Mitte sind alle Indikatoren drin, die hier oben auch aufgeführt sind. Was ich jetzt nicht brauche, kann ich meinetwegen rausnehmen. Den lassen wir mal drin. Den löschen wir mal. 200er lassen wir drin, meinetwegen Bollinger Band, RSI. Wenn es sein muss, lassen wir einfach mal drin. So, okay. Damit habe ich erstmal die Indikatoren drin belassen, die ich habe. Sie sehen aber dann, wenn ich die fertige Layout habe, dann noch nicht mehr so aus. Ich musste die dann halt wieder anpassen, weil die sind jetzt völlig auf dunkel ausgerichtet. So, wenn ich an diese Farbe ran möchte und das Schwarz wegmachen, muss ich hier hinten ran und an die Hintergrundfarbe. Es geht relativ fix. Ich mag ja immer so ein Grau. So, zack. Sagen wir grau. Und jetzt, ja, ganz schlimm, ne, für die Augen. Geht nicht, also muss ich an die Kerzen ran. Okay, Kerzen ran. Wieder dahin. Kerzeneinstellung. So. Hier könnt ihr sehen, welche Kerzenform es gibt. Wir wollen jetzt die Candles einstellen. Das geht natürlich auch für andere. Farbe des Upticks, also eine positive Kerze. Da mal raufklicken. Da sage ich weiß. Okay. Wenn es nach unten geht, die ist sonst rot, die mache ich schwarz. Okay. Und zwar, wenn der Rahmen, ne, was dann so am Rand ist, bei einer weißen Kerze brauche ich einen Rahmen, den mache ich schwarz für den Uptick. Und die rote wird zum schwarzen Rand auch. So. Und jetzt gehe ich auf Übernehmen. Und okay, und jetzt habe ich, kennt da die schwarz-weißen Kerzen. Das Bollinger Band könnte ich theoretisch auch so lassen. Und die gleitenden Durchschnitte auch. Hier beim RSI müsste ich halt nachsteuern, weil es sieht vielleicht nicht ganz so toll aus. Wie mache ich das? Doppelklick auf den Indikator, dann bin ich auch gleich drin im Menü, muss nicht den Umweg über diesen Indikator-Button hier nehmen. Einstellungsmenü ist immer rechts. Mitte markieren, rechts einstellen. Wo kann es anders sein als visuelle Ausgaben? Das ist natürlich hier, und zwar da habe ich natürlich auch das Ergebnis, dass ich mir das Visuelle anschaue. Deswegen könnt ihr euch das auch gut als Brücke, wie verändert sich das? Ihr müsst auch nicht ausgeben, sondern der Computer zeigt euch eine Farbe an. Das ist umsonst quasi. Und dann könnt ihr hier die Farben anklicken. Jetzt sind wir auf dem Durchschnitt vom RSI. Das ist hier diese boah, ganz krasse Farbe. Der steht auf 1, der ist also gar nicht drin. Der wird nicht mit angezeigt. Ist deshalb auch auf Transparent. Wir müssten also auf den RSI gehen, der denn hier weiß ist, da die Farbe anklicken, das Feld runter scrollen und sagen, ich hätte den gerne in Rot. So, dann die Linie, die möchte ich gerne ein bisschen dicker haben. 2 und auf Übernehmen. Zack. So, haben wir das schon gemacht.
Dann haben wir ja mal so eine Überkauft- und Verkauftlinie, die kann man natürlich auch einstellen unter Linien. Die dritte Linie, die obere Linie und die untere oder umgekehrt, die untere und die obere. Warum steht die eigentlich nie oben, wenn sie oben ist? Das ist so lustig. So, die, das ist jetzt welche, die untere. Das wäre so ein Kaufbereich, da finde ich hellgrün suboptimal. Nehmen wir mal dunkelgrün. Und dann nehme ich noch die Upper Linie, die nehmen wir mal mit Rot. Die ist übergekauft, mal mit dunkelrot vielleicht hier sowas. Ja, auf WebGear, da hat man eine tolle Farbe, Maron. So ist die obere Linie. Dann klicke ich auf Übernehmen. Dann bleibt dieses Feld offen. Ich könnte nochmal nachkorrigieren, wenn mir das nicht gefällt. Und wenn das super ist, dann sage ich mal okay. So, jetzt habe ich hier ganz schnell mal das Layout geändert. Und wenn mir das hier auf den Keks geht, dass hier jede Linie auch noch eine Anzeige habt, das ist übrigens auch eine Nachricht gewesen, die ich letzte Woche bekommen habe. Vielen Dank dafür. Kann ich jetzt auch beantworten. Da muss man selber wieder in die Indikatoreinstellung gehen. Also in dem Fall Bollinger Band und so weiter. Gehe ich hier oben auf Bollinger Band, klicke ich doppelt drauf, bin ich gleich im Einstellungsmenü. Das, was überall das Gleiche ist, ist eine generelle Einstellung, also General, und zwar Preismarker. Hier steht True. Und wenn True drin steht, dann kriegt er den auch geliefert, und zwar hier am Rand. Und ich finde es teilweise überdeckt er dann den Preis, das will ich nicht, also mache ich hier False, weil mich interessiert nicht, ob der auf 26,30 ist, das Oberband, sondern ich will es ja nur sehen. So, dann mache ich Übernehmen, zack, und dann sind die drei weg. Die Leiste, die Preisskala wird übersichtlicher. Genau das Gleiche kann man mit einem SMA machen zum Beispiel, wenn man den auch nicht sehen will. Mir reicht es ja, wenn ich den im Chart sehe. Ich muss da jetzt nicht den genauen Kurs wissen. Ja, zack, ist was weg. Den EMA 130 und so weiter und so fort. So, das machen wir jetzt noch. Das geht ja relativ fix. Und beim RSI möchte ich das auch nicht sehen. Mir reicht die Grafik allein. Ich möchte keine Preismarke haben, auch nicht im Indikator unten. So, was habt ihr jetzt gelernt? Relativ schnell ein paar Einstellungen, wie ihr den Bildschirm hinten eure Farbe anpasst, wie ihr die Kerzen umwandelt, wie ihr die Indikatoren anpasst, auch farblich, wo die wichtigen Einstellungen sind. Und im nächsten Schritt müsst ihr euch dann damit befassen, ob denn die Indikatoren hier drin sein sollen. Mal gucken, was jetzt passiert, ob der wieder drin ist. Ist er wieder drin? Und da ist es gar nicht mehr drin. So. Das sind ja die Indikatoreinstellungen, wie ihr sie farblich haben müsstet. Dann sind sie ja permanent drin. Und die alten Einstellungen hier, die funktionieren dann konträr zu dem, wenn ihr was hier etwas eingestellt habt. Also wenn ihr euch vorher schon bewusst seid, was ihr haben wollt, dann macht ihr das nicht hier über den direkt in die Einstellung, sondern ihr geht gleich in den Action Bar. Dann habt ihr natürlich auch so eine Buttons da drin. Wenn einer sagt, das ist mir egal, ich will immer den RSI drin haben. Ich will den nicht reinnehmen und rausnehmen. Das ist im Action Bar okay. Da kann man sagen, ja, RSI, hier, warte mal, hier so ein ADX zum Beispiel. Da könnte ich sagen, ADX drin, aber ich will den nicht immer haben, wieder raus. Wenn man das fest haben will, dann spart man sich hier den Action Bar einzurichten und hat das im Chart so drin. Dann ist das ja auch völlig in Ordnung. So, wenn ich das aber im Action Bar machen will, muss ich hier immer auf Hammer und Sichel gehen. Das kennt ihr auch alle. Gehe auf Indikatoren. Und dann sehe ich hier die, die am Rand aufgeführt sind, also die Indikatoren, keine Zeichenfahrzeuge, würde ich schon sagen, Werkzeuge. Und die kann ich jetzt aufräumen, entfernen, die ich jetzt nicht möchte. Kein Momentum, das Bollinger Band will ich auch nicht haben, weil es sieht ja nicht so aus. Und den RSI 9, gucken wir mal. Der sieht denn, komischerweise, wenn ich auf Apply drücke, seht ihr, überschreibt er das. Also hier ist auch ein ganz großer Punkt, habe ich auch schon Nachrichten bekommen. Ich habe mir alles eingerichtet und zufällig war natürlich das auch da drin. Und wenn ich das drin lasse und klicke drauf, dann ist die Einstellung, wenn ich sie vorher nicht gespeichert habe, genauso wieder übernommen worden. Also ihr müsst euch vorher Gedanken machen, was ihr da drin haben wollt. Also müsst ihr die Einstellung zum RSI jetzt im Endeffekt hier über den Action Bar wiederholen. Das heißt, hier draufklicken, Indikator, bearbeiten. RSI macht hier eure Einstellung. Ich mache jetzt nur den RSI neu, dass wir den in Rot haben. So, und den im Action Bar haben. Okay, Apply. Okay, so, und jetzt ist er im Action Bar und jetzt kann ich den raus und reinklicken. Also vorher wissen, was ihr wollt, dann spart ihr euch
die Arbeit. Und dann sagt er, oh, ich habe alles eingestellt, will es im Actionbar haben und ihr kriegt es nicht rüber, ihr müsst es dann wirklich nochmal einstellen. Ja. Genau, alles muss im Actionbar eingestellt werden, Roland. Genauso ist es, wenn man es da haben will. Und man kann es leider nicht übernehmen. Zeichenwerkzeuge, genau das Gleiche. Das richtet ihr euch einfach so ein, wie ihr es haben wollt. Und zwar dann hier Zeichnungen. Na, ihr seht doch hier, das sind die Zeichnungen, die ab Werk drin sind. Müsst ihr gucken, ob ihr die braucht. Ihr könnt welche hinzufügen, indem ihr auf diesen Button hier geht und dann seht ihr, es sind alle Zeichenwerkzeuge der Welt. Was nehmen wir hier mal? So ein Rechteck. Gehen wir auf Apply. Jetzt habe ich ein Rechteck da drin. Jetzt bin ich gespannt, ob was geändert wurde. Wenn ich hier raufklicke, dann kann ich ein Rechteck malen. So, ah, das ist rot. Das ist schon mal gut. Ich glaube, es ist durchsichtig. So habe ich auch meine Rechtecke letztendlich. Ja, genau. Das sieht gut aus. Würde ich so übernehmen. Wenn man aber ein anderes haben möchte, jetzt wird es spannend, ob er das übernimmt, klicke ich doppelt drauf. Es muss markiert sein. Diese vier Punkte müssten zu sehen sein. Dann kann ich dieses Einstellungsfeld drauf machen. Also drauf gehen, zweimal klicken, dann habe ich das. Und wenn ich jetzt grün haben will, dann gehe ich mal auf grün, mache OK. Gehe auf Speichern und dann muss ich einen Namen vergeben oder nicht. Ich mache mal ohne Namen, mal sehen, ob es geht. Schließen, dann habe ich einen grünen Rahmen. Das ist noch nicht, das Feld natürlich noch nicht. Was mich jetzt interessiert ist, ob der das auch weiter so malt oder nicht. Ja, er malt es weiter. Er übernimmt die Änderungen und die müssen nicht nochmal separat gespeichert werden. Das haben sie verändert. Das finde ich gut. Ich weiß noch gar nicht, wie lange sie es verändert haben, aber so oft stelle ich ja auch meine Zeichenwerkzeuge nicht ein. Wenn man die einmal drin hat, dann ist das ja auch schick. Löschen kann man das Ganze, wenn man genug gemalt hat. Und zwar nur die Zeichenwerkzeuge, nicht die Indikatoren, die bleiben drin. Entweder indem ich hier markiere, die Punkte und die Entferntaste drücke. Jetzt fragt mich Mac-User, wo ist die? Weiß ich nicht. Timo wird es wissen. Oder aber ich gehe auf diesen Zeichenstab und alle Objekte entfernen, wenn es mehrere sind. Ja. So geht das raus. Also so passt ihr im Endeffekt jedes Zeichenwerkzeug an. Wenn die Farbe nicht gut ist, malen, draufgehen, doppelt klicken. Sagen, okay, ich hätte es gerne lieber in Rot oder was in Türkis oder was ist. Und dann einfach schließen. Jetzt bin ich gespannt, ob der auch weiter so malt. Ja, es klappt. Ja. Wenn man jetzt ein anderes, ganz anderes abspeichern möchte, wenn man es dann noch für was anderes braucht und nicht als den Button, sondern überhaupt die Einstellung haben will, dann muss man hier jetzt mal, also eine lila, rosa oder so, keine Ahnung, Rosé, Magenta, whatever. Und dann hier auf Speichern drücken. Dann hat man die später abgespeichert und hat dieses nochmal als Layout drin. Ja. Timo sagt, entweder oben links die Löschen-Taste für die Mac-User oder Command and Löschen. Ja, ist immer alles anders. Hauptsache, man kriegt es hin. Da sind alle Zeichentippen drin, genau. Ja, also ihr könnt den alle befüllen. Was auch neu sind, ist in dieser 2.8.1-Version, die ich hier drauf habe, die ja auch schon ausgerollt wurde, glaube ich, sind die Kommunikationsbutton mit Traders Yard. Müsst ihr selber, das ist ja das die Online-Plattform, da könnt ihr eure Trades posten in irgendeiner Gruppe. Ich habe auch eine Perlentauchergruppe dort. Da kann man Einschätzungen posten direkt aus dem Chart heraus oder seine Orders auch und seine Trades letztendlich teilen. Kann man sich ja gerne mal anschauen, wie das ist. Dafür sind diese Buttons da. Wenn man die nicht will, müsste man die ja eigentlich auch rausnehmen können. Gute Frage, oder? Und zwar, ja, wenn ihr hier raufklickt, dann seht ihr Show Social Trading Buttons. Wenn ich die jetzt nicht drin habe, gehe ich auf Apply, dann sind die da weg. Ne? Macht, glaube ich, nur Sinn, da wo man sowieso, ich würde mir einen Chart machen, da wo ich dann hin will. Timo sagt übrigens, die Mac-Taste ist oben rechts. Siehst du? Gar nicht so einfach. So, wenn ihr das alles habt und das alles schön aufgeräumt habt, ich entferne jetzt mal alle, was ich gemalt habe. Und das soll so aussehen, wie ihr euch das gewünscht habt, dann speichert ihr das ab und zwar als Chartvorlage.
Man kann das hier mit einem Button machen. Da ich das nicht so oft tue, wo ist er hin? Das ist, glaube ich, gar nicht drin, wie ich ihn sehe. Kann man das auch mit einem Rechtsklick machen in der Taste. Dann seht ihr auch mal, was noch so an Menüs möglich ist. Finde ich persönlich besser als mit dem Button, weil so weiß man eigentlich immer, was man tut. Beim Button muss man es ein bisschen erraten am Anfang. Also rechts reinklicken, Einstellungen, Chartvorlage. Kann man nicht oft genug sagen. Speichern unter. Ein riesen Menü tut sie auf. So, das sind, entweder könnt ihr die jetzt einer anderen vorgefertigten zuordnen, würde ich nicht machen, sondern eine neue hier, Select. Ja. Und da ihr ja im Aufbau seid, bis ihr das habt, macht ihr jetzt Chart 1. Okay. So, jetzt nehmen wir mal an, ihr macht das weiter, seid Chart 3, Chart 4, habt alles hinzugefügt, Farben verändert, bis ihr das fertig habt. Jetzt nehmen wir an, ihr seid fertig mit dem Ding. Dann habt ihr ja, wenn ihr hier wieder verkleinert, das ist ja ein Chart, aber es ist ja eine List-Chart-Gruppe. Das heißt, hinter dem großen Chart liegen noch zwei andere oder sogar drei, also bis zu vier gehen da. Dann macht er wieder klein und ihr seht, die anderen sehen ja alle noch so aus, wie ausgeliefert. So, wenn ich das jetzt verändern möchte, dann muss ich jetzt nicht alles nochmal machen. Nee, sondern ich klicke hier mit rechts rein. Ich mache den Chart groß, ist vielleicht noch besser, dann sieht man es besser für euch. Chart groß, so rechts reinklicken, Einstellungen, Chartvorlagen, Lade, weil wir haben ja schon eine und siehe an, da oben ist Chart 1. Zack, dann sieht die auch so aus. Dann mache ich die klein, ist am Anfang ein bisschen Klickarbeit, aber wenn ihr es schlau anfangt am Anfang, dann seht ihr ja, dann kann man das wirklich gut aufbauen. Chartvorlagen, Lade. Chart 1. So, mache ich es klein. Dann habe ich da schon mal die drei Charts im selben Layout und unter verschiedenen Zeiteinheiten. Tag, Woche, Monat zum Beispiel. Ja, das kann man anpassen. Spannend ist hier der Scanner, der in schwarz ist. Habe ich also auch noch nicht gesehen. Habe ich jetzt immer noch Royal drin? Nö. Ist ja lustig. Das sind aber Conditions. Jetzt ist die Frage, kann ich den Scanner mittlerweile einstellen? Das habe ich auch noch nie gesehen, weil ich bin der Meinung, der geht eigentlich farblich immer ins Neutrale mit. Das ist ja mal eine Herausforderung. Kenne ich auch noch nicht. Wenn ich hier eine Einstellung machen, müsste ich auf Spalten bearbeiten gehen, weil das sind ja Spalten in der Liste. Und wenn ich das Symbol mir anschaue, dann habe ich hier im Hintergrund schwarz. So, das will ich jetzt nicht haben. Jetzt kann ich mir eine Farbe aussuchen. So, nehmen wir mal, nee, Silber ist doof. Nehmen wir mal Weiß zum Beispiel, gehen wir auf Bestätigen. Jetzt müsste sich die Farbe ändern, genau. Und so kann man dann hier durchgehen und die einzelnen Spalten farblich ändern. Ja, und mal da oben. Oder die Schriftgröße zum Beispiel auch. Also wenn jetzt dem ist noch zu klein ist, der kann hier auch die Schriftgröße anpassen. Und die Dezimalstellen, wem zum Beispiel im RSI die Dezimalstellen auf 5 zu viel sind, die kann die auf 2 stellen und so weiter. Also da könnt ihr den Scanner einstellen nach der Farbe. Das macht man auch einmal, dauert ein bisschen länger. Und jetzt kommt es wieder, speichern. Auch den Scanner, nur den Scanner könnt ihr einzeln speichern. Wer das letzte Mal das Webinar, ich glaube nicht letztes Mal, aber ich hatte schon ein Webinar, wo ich über die Speichervorgänge gegangen bin. Mit rechts hier reinklicken, Scannervorlage. Eine Liste Scanner Screener, ja, ist immer auf der Seite, die ist diese Liste gemeint. So, jetzt gehe ich unter Speichern unter, auswählen und kann hier genau wie bei Chart 1 Scanner 1 sagen, wenn ich alles hier drin habe, ja, Farbe, meine Signale, die ich dann, die muss ich natürlich erst erstellen. Das sind ja die dienstlich gelieferten, sage ich mal. Und die Indikatoren, die ich hier drin haben möchte, als normalen Indikator und nicht als Signal. Und wenn ich das fertig habe, dann kann ich mir auch so eine Vorlage speichern und die natürlich auch in andere Dinge übertragen. So, nehmen wir mal an, das ist jetzt alles fertig. Der Scanner wäre fertig. Das ist fertig, dann haben wir ja eine fertige List-Chart-Gruppe. Also, was müssen wir jetzt machen? Die List-Chart-Gruppe speichern. Einstellungen, Chart-Gruppe, Vorlage, Speichern unter. Und zwar Chart-Gruppe, Vorlage, Speichern da
Controller, speichern unter, hier oben, auswählen. Dass es eine Listschaltgruppe ist, weiß der PC auch von alleine, aber ich sag mal, egal was ihr für einen Namen vergeht, kann auch von eurer Strategie sein, Chart 1, Chartgruppe 1 oder irgendwie, könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. So, speichert das ab. Und jetzt kann ich im Endeffekt Folgendes tun, wenn ich jetzt den TechDAX zum Beispiel sehen will, dann fehlt mir der hier oben ja drin. Das heißt, was mache ich denn? Dann gehe ich hier auf diesen Button, Listschartgruppe. So, und jetzt suche ich mir die Instrumentliste aus. In dem Fall ist ja hier die Instrumentliste, wo wir drin sind, Futures, Nasdaq 100. Das sind Instrumentgruppen, die in Form von Tabs sind. Das heißt, das, was hier oben drin steht, kann man natürlich auch verändern, aber im Anfang, wenn ihr es auswählt, ist immer aus einer Gruppe. Jetzt kann ich hier oben raufgehen und mir sagen, aha, was hat er denn hier Schönes drin? Und dann nehme ich mir den TechDAX meinetwegen. So, TechDAX. Und jetzt könnte ich hier einzeln alles einstellen. Wie viele Kerzen, welche Zeiteinheiten und das ganze Gedöns. Brauche ich aber nicht. Ich habe ja eine Vorlage. Also lasst das einfach beiseite. Geht auf Vorlage. Und hier ist Gruppe 1 drin. Zack, Gruppe 1 und okay. Und Hex-Hex. Würden die Mädels sagen. sieht ja genauso aus wie das andere. Und jetzt könnte ich im Endeffekt hier auch bei Nasdaq, wenn ich die noch, also da ist ja neu, also ich hole mir da quasi neue Listen damit hinein, könnte die immer offen lassen. Das kann man machen. Das wären jetzt beim Russell 2000 dann noch ein paar mehr Listen, wenn man die in 100er unterteilt oder so, oder im S&P 500. Ich kann aber auch die bestehenden Listen anpassen. Ich klicke da drauf einfach, so wie sie ist, klicke jetzt hier mit rechts in den Chart. Gehe auf Einstellungen, Chartgruppe, Vorlage, Laden. Ihr wisst, was kommt. Wo ist er? Gruppe 1. Und schwupps, sieht die so aus, wie es ist. Also ihr könnt das relativ schnell anpassen. Und das, also die Idee müsst ihr natürlich vorher haben, was ihr im Einzelnen machen wollt. Aber das sind jetzt die Grundzüge, wie ihr das habt. Und wenn ihr das habt, alles so ausgefüllt, dann geht ihr natürlich hier auf Haupt. Arbeitsplatz speichern unter und das wäre dann vielleicht der Default Arbeitsplatz 2. Oder ihr sagt jetzt, bin schon ein bisschen weiter, mein Trading Desk. Ja. So, könnt ihr ein Datum hingeben, was ihr wollt, dass ihr es ein bisschen übersichtlich habt. So, meine Übung ist es dann nicht mehr, sondern es wäre jetzt zum Beispiel scharf handeln. Ja, das wäre jetzt dann da. Ihr wisst, was ich meine. Handeln, so, okay. Und ihr seht, dann habt ihr beim Arbeitsplatz wieder, scharf handeln ist der Arbeitsplatz. Jetzt habt ihr ein Trading Desk, vorher war es Übung. Ja, und so könnt ihr auch immer wieder mal zurückschalten. Der Arbeitsplatz ist dann noch da. Könnt experimentieren. Wenn es fertig ist, könnt ihr es dann wieder umbenennen. Ja, so seid ihr relativ sicher unterwegs. Das war die Frage dazu. Okay, der nächste Schritt wäre dann natürlich, sich Signale auszudenken oder Indikatoren, sage ich mal, in den Scanner zu machen, logischerweise, und Setups zu kreieren. Das schaffen wir jetzt nicht mehr, machen wir beim nächsten Mal. Und eine Frage, die auch am Anfang kam und die auch mir zugesendet wurde, ist, wie oft macht man denn Mappings und was ist das überhaupt? Wichtig. Also, Tools, Einstellungen, Instrumente, Märkte und Mappings. Davon reden wir. Und wenn ihr darauf drückt und habt einen Datenfeed, Moment, ich muss jetzt dieses Hinweisschild haben, dann müsst ihr, wird gesagt, ihr solltet bei Mappings immer diese Verbindung kappen. So, das macht er dann automatisch, weg sind sie, dann kommt dieses Feld. Und jetzt ist es immer wichtig, dass ihr den Datenfeed-Anbieter, in dem Fall ist es bei mir Taipan, Lenz und Partner, anhakt und einen Broker, wenn ihr den habt. Der ist jetzt hier nicht dran, weil ein SIM-Konto brauche ich nicht mappen, da weiß der AT Bescheid. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel bei FX Flat wärt, dann müsstet ihr auch mal bei FX Flat den Haken machen. So,
Dann könnt ihr, das wäre jetzt die einzelnen Mappings für die einzelnen Instrumente, sprich Aktien, sprich CFDs, alles, was ihr hier angezeigt bekommt, Futures und so weiter. Das ist im Endeffekt damit abgegolten, wenn ihr darauf klickt. Bei den Datenfeed-Anbieter oder Broker, wo ihr handelt. Ja. Instrumentlisten allgemein kann man auch updaten. Ich würde es auch immer in der einfachen Ansicht bitte lassen. Und was ich ganz sein lassen würde, ist hier Instrumentlisten generieren. Weil wenn ihr das macht, dann bekommt ihr unzählige viele Listen, die wirklich sehr unbequem wieder rauszulöschen sind. Und dann hat man endlos lange Instrumentlisten zur Auswahl. Aber was man machen kann, ist auch diese Listen. Ihr wisst ja, dass auch der DAX und so, ich glaube quartalsmäßig oder so oder halbjährlich verändert wird. Da steht jetzt noch DAX 30, aber ich weiß, dass die vom Margina Trader das Team schon auf DAX 40 umgerüstet haben, weil wir haben ja jetzt 40 Werte da drin. Das bedeutet, es werden Werte rausfliegen, Werte reinkommen. Und dafür ist dieses Mapping halt auch da. Der Instrumentlisten, die werden übernommen. Wer meine Listen kennt, der weiß, dass meine immer ein Vorzeichen haben und anders heißen. Das liegt ja auch daran, wenn ich jetzt mir diese DAX 30 Liste verändere, selbstständig, das kann man ja machen im Instrument Escort, dann kann es ja sein, dass ich ein Mapping mache der Listen, da muss ich natürlich anhaken und dann überschreibt der, wenn AT vielleicht noch nicht so weit ist mit dem Team, die wieder in die alte Formation. Also da müsstet ihr dann einfach eine eigene Liste anlegen und die einfach dort reinmachen, dann seid ihr auf der sicheren Seite, also nicht so benennen, wie die jetzt hier sind, weil die werden dann überschrieben. Ja. Wenn das bei euch nicht so auf die Aktualität ankommt, dann könnt ihr das auch machen und so weiter beibehalten. Das ist also in dem Sinne kein Problem. So, dann gibt es auch noch Instrumentlisten Broker. Dann kommen jetzt hier meinetwegen FX Flat und so weiter, was FX Flat für hausgemachte Listen bei hat, auch die könnt ihr dann hier anhaken. Und dann klickt ihr unten drauf Instrumentlisten importieren. Da auch Instrumentlisten, beim anderen macht er dann Import. Dann holt er sich das automatisch, lädt die runter, dauert ein bisschen und speichert die dann. So, wie oft solltet ihr das machen? Also man kann, es ist unschädlich, wie oft man es macht, es dauert nur ein bisschen. Und ich würde es vielleicht ein, zweimal im Monat machen. Also einmal im Monat ist, denke ich mal, schon gut, zweimal ist vielleicht besser. Hängt ja davon ab, ob neue Aktien emittiert werden. Wenn jetzt eine neue Aktie rauskommt, damals war es HelloFresh oder mit Beyond Meat zum Beispiel und jeder will die handeln, wenn ihr euch wundert, warum die nicht im Margina Trader drin ist, ja, dann könnt ihr, sage ich mal, dieses Mapping durchführen. Und wie kann ich feststellen, ob die Aktie drin ist? Das kann man ganz einfach feststellen. Man könnte ja zum Beispiel hier drauf gehen auf dieses Kürzel und könnte dann hier eingeben, wenn ich Beyond Meat weiß, die ist ja jetzt drin, aber dann habe ich hier Text, gehe auf Name. Gibt es nicht, oder was? Eigentlich müsste sie ja drin sein. Lustig. Aktien, alle, Ison, Name will er nicht. Okay. HelloFresh. Habe ich noch nicht gemappt. Ja, komisch. Zeigt gar nichts an. Ja, lustig. Okay, will er nicht. Dann gehe ich auf Instrument Escort. Dann kann ich es auf jeden Fall feststellen, mit rechts hier reinklicken. Und dann auf Instrument Escort bearbeiten. Da hinein. Habe ich dieselbe Auswahl. Mache ich es nochmal. Muss zu Server kommen. Beyond. Da ist er. Also man kann sie nicht einfach da reinrufen. Wahrscheinlich beißt sich das, weil es eine Listchartgruppe ist mit den anderen Charts. Aber hier über den Instrument Escort kann man es machen. Jetzt habe ich hier Beyond Meat und die wäre jetzt nicht hier drin. Dann hätte ich ja auch keine Anzeige logischerweise. Und das, was Mapping meint, ist im Endeffekt das, was hier unten aussieht. Die Aktie Beyond Meat, das ist Adobe, wir gehen jetzt mal auf Beyond Meat, die amerikanische Version. Da ist er, glaube ich. So, nee, ist Beyond Commerce, wo ist er denn jetzt hier? Weggeflutscht, ja. Beyond. Dann nehmen wir die deutsche. Versuch mal mit dem Symbol, BYND. BY? ND. ND. Okay, dann gehe ich auf Symbol, genau, da ist er. Weil ihr seht ja, oft sind dann so viele Aktien drin, bei den Deutschen zum Beispiel müsst ihr mal achten, dass hinten das .de ist, das steht für Xetra.
Der Rest ist dann für die lokalen Börsen wie Hamburg, München und so weiter, aber es wollt ihr nicht. So, das ist hier Beyond Meat. Ihr seht, wenn es markiert ist, dann habt ihr rechts die Angaben, die für diese Aktie immer GinaTrader gespeichert sind. Hier braucht ihr eigentlich gar nichts machen. Was mit dem Mapping gemeint ist, ist im Endeffekt das hier. Und zwar ist jetzt hier der Anbieter, zum Beispiel Xtick ist von AginaTrader der Datenfeed oder Taipan wie bei mir. Und ihr seht schon mal, dass Taipan Beyond Meat unter BYND und einem Q führt, während AginaTrader der Datenfeed das nur bei BYND ist. Früher bei Teletrader stand dann hier zum Beispiel auch eine Nummer oder eine Zahl. Also immer anders. Und damit der AginaTrader jede Aktie, die er handelt, versteht, oder auch FX Flat, weiß, welches Instrument ist dann angefordert und welche Order muss ich dann überhaupt hinrufen, muss so ein Mapping durchgeführt werden, wo die Daten der einzelnen Anbieter auf den AginaTrader, sage ich mal, abgestimmt werden und dadurch auch richtig geroutet werden können. Das ist das Mapping. Und deswegen kann man das ein- bis zweimal im Monat ruhig an, ihr könnt auch wöchentlich machen, dann funktioniert das. Oder wenn halt unbedingt eine neue Emission an Aktien haben wollt, dann solltet ihr das anschieben. Wenn etwas mal nicht stimmt mit einem Mapping und ihr keine Kurse bekommt, ja, bei Taipan oder sonst wie, dann könnt ihr hier rechts unten Korrektur Mapping. Wenn ihr wisst, wie das Mapping korrekt ist, manch einer weiß das ja von seinem Anbieter oder Broker, der kann dann hier raufklicken, Korrektur Mapping, und dann schreibt er den AginaTrader-Team eine nette Nachricht. Wrong Mapping, meinetwegen Taipan. Dann kriegen die eine Nachricht und dann gucken die, mal jetzt nicht auf Senden, eine Nachricht und tun dann die richtige Abkürzung dort hinein, ja, speichern die dort ab und ihr kriegt die aber nur dann, wenn ihr wieder ein Mapping macht. Ja. So, dann könnt ihr das schließen und ihr könnt dann über Tools, Einstellungen, Instrumentmärkte und Mapping dieses Mapping anschieben und wenn die das geändert haben, dann habt ihr auch die aktualisierte Version dabei. Also so geht das. Okay, dann gucke ich nochmal schnell nach Fragen, ob da noch was ist. Sind ja noch Leute dazugekommen, mein Gott. Späteinsteiger. Auch herzlich willkommen. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, ich gucke nochmal. Vielleicht, ne, während du hier vielleicht kurz durch den Chat gehst, eine kleine Ergänzung, was den MetaTrader 5 betrifft bei uns. Da werden die Instrumente immer bei der Verbindung aktualisiert. Also der GinaTrader holt sich immer aktuell die Symbole aus dem MetaTrader heraus und ja, dann braucht man auch dieses Mapping auch nicht ständig zu machen. Das ist auch gut. Das ist ja nicht schlecht. Das ist praktisch. Aber es wäre jetzt nicht kontraproduktiv, oder? Nein, Quatsch. Nur, der holt sich immer aktuell die Symbole erst dann, wenn die Verbindung besteht. Ah, okay. Ah, ja. Das ist ja praktisch. Okay. Also von meiner Seite bin ich aus fertig. Wenn jetzt nicht noch was Wichtiges reinkommt. Ich habe jetzt nichts mehr gesehen, was jetzt nicht. So, warte mal, steht da Carsten, kann ich auch einen einzelnen Tab auf einen zweiten Monitor? Das habe ich gemacht, ja. Das war ich durch. Ja, sind wir durch. Du hast alles, ja. Perfekt. Okay. Sehr gut. Punktlandung. Das war gut. Das war gut. Das Webinar auch. Da bedanke ich mich sehr dafür. Wieder viel Input und man kann das entsprechend mit der Aufzeichnung alles nacharbeiten. Wird dann auch so schnell wie möglich online kommen. Und selbstverständlich auch vielen Dank für das aktive Mitmachen hier im Chat, für die Fragestellung. Und ja, wir haben tatsächlich noch einen Termin dann in diesem Jahr, im Dezember, 15. Dezember, Gina Helpdesk. Mhm. Und ansonsten hören wir den Carsten auch nächste Woche wieder mit Perlentauchen. Dann lade ich Sie herzlich dazu ein. Falls Sie das Webinar noch nicht kennen, nächste Woche Mittwoch, 18 Uhr. Und bis dahin wünsche ich natürlich noch einen schönen Abend, schöne, erfolgreiche Woche, Trading-Woche, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Carsten, wie immer hast du das Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. So kann es gerne in der Reihe weitergehen. Es ist nichts schöner, als sich miteinander auszutauschen und auch wirklich weiterzuhelfen.
Und natürlich seht ihr das Perlentaucher-Webinar mit meinem richtigen Arbeitsplatz und sage ich mal nicht hier mit der Anfängerversion. Okay, dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euer Geld auf, bleibt vor allen Dingen gesund und schönen Abend noch. Tschüss.